MotoTV 22 baut bei MySport My Story. Und es kann nicht so heiß gekocht werden, wie diese Gerüchteküche brodelt. Rund um die Vergabe der Cockpite in der DTM 2022. Mit der Vergabe der Startnummer 94 bei SSR Performance könnte ein ehemaliger Formel 1 Pilot, ein DTM-Sieger, ein Formel E-Pilot jetzt für Euphorie in einen Porsche Cockpit sorgen. Pascal Wehrlein, der schon vor Jahren hier in der DTM sehr erfolgreich für Mercedes war. In der SSR Performance Mannschaft von Stefan Schlund wäre dies eine Möglichkeit, denn ein Fragezeichen wurde hier mit der Startnummer 94 gesetzt. Somit gibt es auch viele andere Gerüchte Lamborghini-Szene, denn es wurden hier vier Cockpite vergeben, wo eines der Clemens Schmidt schon für sich unterzeichnen konnte und drei Cockpite sind noch offen. Aber gibt es hier mit Mirko Botolotti, den Stammfahrer von Grasser Motorsport, und Rolf Ineichen zwei Piloten, die hier schon für die Fahrzeuge 2 und 3 sorgen könnten? Bei Audi gibt es Gerüchte, dass vielleicht Matthias Ekström wieder zurückkehren könnte zu Abt und hier in das Cockpit greifen möchte. Ja, und dann geht es weiter zu Ferrari. Würde eventuell Valentino Rossi und Kimi Räikkönen gemeinsam in einem Team zwei Ferraris bewegen? Zwei Ferraris von Alfa Tauri und Red Bull. Das wäre natürlich der heißeste Draht, denn Valentino Rossi und Kimi Räikkönen sind immer noch mit Ferrari eng verbunden und somit gäbe es hier natürlich die Sensation. Ja, und dann geht es gleich weiter zu Mercedes, wo auch unser Tiroler wieder Lukas Auer mit dabei sein wird im AMG Mercedes Team, um die Meisterschaft im engsten Feld mitkämpfen kann, der hier auch schon im Jahr 2021 sehr erfolgreich und am Stockerle ganz oben stand. Und dann geht es gleich weiter zu BMW. BMW gibt noch nicht bekannt, ob überhaupt ein Team in der DTM eingesetzt wird, wo Max Hesse, der deutsche junge Pilot, der Testpilot von BMW, von dem BMW M4, sondern auch ein eingesetzter Pilot bei BMW sein. Oder sind es alle drei Junioren hier bei BMW? Wir sind auch todgespannt, ob die Gerüchteküche dieses bestätigt. Und es gibt noch viel, viel mehr und wir werden berichten auf www.tv22, wer wird wo in welchem Cockpit im Jahr 2022 in der DTM mit dabei sein. Wir sind gespannt auf www.tv22.tv. Wir berichten für euch.